Es sind nur etwa 10 Minuten, bis meine ganze Ausrüstung. Bereit zu gehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Also, wie ist der Plan? Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf hier. Wir kriegen Besuch. Der Truck ist gleich vor uns. Mr. Miles, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdick? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stillman. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen, Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren Sie dabei, neben mir, die ganze Zeit über. Das Blut klebt an Ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Anscheinend hat Mr. Miles gelernt zu kämpfen. Ah, Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los! Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond, wir müssen los! Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau
wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an.